Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos zockt Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Ja, wir haben wieder einen Szeneriewechsel, nachdem wir ja so einige Tage jetzt in der Wüste verbracht haben, sind wir jetzt hier definitiv da nochmal angekommen, wo nicht die Wüste ist. Und zwar sind wir hier angekommen, ja, ihr seht schon, wo wir angekommen sind. Hier bei der kleinen Familie, wo der Leon schon wach ist. Der Leon ist schon wach, der Leon hat Hunger. Mensch, dann soll er sich was reinpfeifen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, dass er das macht. Ich muss mal gucken, wann muss er denn eigentlich arbeiten gehen? Er müsste da auch wieder bald dran sein. Er ist dran in 3 Stunden. Wer ist in 3 Stunden? Der ist in 3 Stunden dran. Aber jetzt dann mal rangehalten. Ja, ich habe mir vorgenommen, mit ihm mal wieder ein bisschen zur Arbeit zu gehen. Das heißt, wir werden mal das hier mal verwenden. Dann kannst du mal die Hände waschen und die Zähne putzen. Und wenn du das gemacht hast, dann darfst du auch mal sogar was frühstücken. Ist das hier geil oder was? Ist das geil oder was hier? So, einmal frühstücken. Du machst dir ein schnelles Gericht. Wie viel Hunger hast du? Du hast eigentlich richtig Hunger. Warte mal, was haben wir denn da noch drin? Richtig, der hat richtig Hunger, Leute. Das heißt, wir werden hier mal frühstücken. Wir werden hier frühstücken. Rührei mit Speck. Genau, das ist nicht für der Vegetarier. Das ist was für die Carnivoren. So. Was haben wir denn hier unten los? Junge, ich krieg die Kamera wieder hier nicht hin. Was ist denn hier schon wieder los? Pass mal auf, hier müssen wir gucken, was wir die Kamera wieder mal hier so ein bisschen eintricksen. Ja, jetzt geht die Kamera wieder. Wow, ja, will man mal den Protagonisten wechseln, dann haut das wieder nicht hin. So, dann mal bitte Outfit ändern. Und zwar, du kriegst heute mal das hier an. Wenn du das hier gemacht hast, darfst du das hier mal bitte aufräumen. Und wenn du das gemacht hast, darfst du Tischdecken mit einer schicken Location. Und zwar in Borte. Voll mal in die Borte hier hauen. Da kriegt der Junge gleich mal ein bisschen Barnieren. Und damit er seine Gefühle unter Kontrolle hält, der kann er hier nochmal ein bisschen entspannen mit klassischer Musik. Emotion Control, wie man so schön sagt. In einer Stunde muss er dann zur Schule hin. Ja, die Blase kann er auch in der Schule leeren. Dort kann er das schon machen. Da gibt es ja diese typische Schülertoilette, die aussieht wie versifft ohne Ende. Da hat man definitiv wieder Erinnerungen an früher. Oh Gott, die Schultoilette, die Horror des Jahrtausends. Mann, die Horrorszene ohne Ende. Das geht ja nicht. So, jetzt werden sie hier alle nach und nach langsam wach. Ja, schön, dass du hier kochen willst. Eigentlich sollte er das hier machen. Was ist denn hier eigentlich los? Jetzt holt er sich doch nochmal was raus. Was hat er sich denn ja jetzt genommen? Ja, irgendwas anderes. Und sie, ja, weißt du was, dann kannst du doch weiter... Ja, sie macht doch weiter. Okay, ja. Dann lass sie ja weitermachen. Ist schon in Ordnung. Ja, juhu. Sehr schön. Und da liegt auch alles rum. Das ist echt super hier. Alter, hier ist alles wieder versifft hier. Oh Gott, das geht gar nicht. Oh Gott, das geht wirklich gar nicht. Das ist ja eine halbe Katastrophe hier. Mann. Wieso nur? Ich weiß es nicht. Ich will's. Was macht sie da für eine Akrobatik? Leute, guckt euch mal die Akrobatik hier an. Wow. Also, das ist richtig geil. So, wie sieht's denn da aus? Du willst mit ihr plaudern und gleichzeitig Futteralien machen. Futterst du denn da eigentlich Tierkekse? Wo hast du die Tierkekse bitte hier? Was ist denn da los? Das sieht ja unnormal aus. Eklig. Ja. Das war gerade creepy. Ah, der Vater, ey. Da müssen wir irgendwann mal die Akte X holen. Es geht da ja nicht, dass sie hier so seine Arme verbiegt. Da ist definitiv was nicht normal. So, Hunger läuft. Jo, ess mal ruhig noch ein bisschen was. Sozialitäten gehen hoch, das ist sehr schön. Leon hat soeben mit Jenny Bekanntschaft gemacht. Was? Wie? Leon hat mit Jenny Bekanntschaft gemacht? Wo ist denn der Junge? Wieso? Wo ist denn hier bitte Jenny? Wo ist hier bitte Jenny? Wieso? Warum? Da ist das hier irgendwo. Nee, das ist nicht Jenny. Wo ist denn hier bitte Jenny? Habe ich das richtig gelesen? Warte mal, nee, Quatsch. Leon hat soeben mit Jenny Bekanntschaft. Wie? Warum? Woher? Wie soll das gehen? Die hat doch keinen Ausgang.
weiß ich nicht, was ich so sagen soll. So, was ist mit ihr denn los? Er will da draußen rumplaudern. Ja, ist ja sehr schön, dass du draußen rumplaudern willst. Du darfst hier aber erstmal bitte säubern. Ja, weißt du, du machst hier eine Riesensauerei und denkst hier nicht weiter. Wie lange ist denn sie da am Braten? Sie ist doch die ganze Zeit am Braten hier, oder was? Was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal. Irgendwas stimmt hier definitiv nicht. Und da ist sie immer noch am Braten. Das Ding wird nie fertig. Müssen wir hier mal fertig machen? Was willst du denn jetzt machen? Pfannkuchen servieren. Ja, dann mach mal. Geht's? Warum auch das hier Ende? Hallo, Ende. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier hingehen? Danke. So, pass auf, du machst hier mal eine schnelle Mahlzeit essen. Hier ein Joghurt. Komm, hau den Joghurt rein. Ja, da hinten. Ja. Keine Ahnung, was hier mit der Pfanne los ist. Das stimmt doch ja das hier nicht. Oh, jetzt backt das hier so rum. Alter, kriegst. Also, das sind so manchmal Situationen, da kriegst du einen Föhn, ne? Krieg ich das hier in den Müll rein? Nö, so nicht. Oh Gott. Ja, Shusha. So, jetzt muss ich mal gucken, wie sieht's denn da aus? Ich will ja eigentlich mit denen heute zur Arbeit. Bedürfnisse, ja. Das Wichtigste ist oben, das ist schon mal in Ordnung. Und zwar wollen wir heute definitiv mitmachen. Hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, warum ich heute mitmachen will. Ich habe nämlich was vor. Eine Sache, die mich doch schon sehr lange hier so hart mitnimmt, wo ich immer sage, ja Leute, will ich gerne machen. Oh, hier ist sogar noch Schnee in der Gegend. Ist das geil. Ich jetzt mal hier mal gucken. Hier, so sieht das Ganze hier aus. Lups. Gehen wir mal so ein bisschen runter. Genau. So sieht das Ganze aus. Das ist Krankenhaus. Und ich will die ganze Zeit eine Sache hier im Krankenhaus machen. Und darum kümmern wir uns jetzt. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier funktioniert. Ich soll Shift, STRG und C drücken. Ah ja, tatsächlich. Dann soll ich hier eingeben. BB. Enable Free Build. Das ist richtig. Free Build Mode is enabled. Okay, jetzt sollte ich theoretischerweise hier rauf können. Und ihr könnt tatsächlich jetzt endlich mal die Krankenklinik hier, die Krankenklinik. Das ist ein geiles Wort, das ist ein Ditte hier. Ein Nuckelkörbchen. Oh, jetzt habe ich hier ganz viele Sachen für Krankenklinik zu bauen. Krankenklinik. Ist auch so ein beklopptes Wort. Auf so eine Idee kommen ja nur Ekel. Hier seht ihr, dass die obere Etage nur fake ist. Die obere Etage ist eigentlich nur fake. Und das ist die Etage, um die es dann geht. Ich würde mal sagen, dass ich die Fake-Etage vielleicht. Na, müssen wir mal gucken. Wir schauen mal. Wir gucken erstmal die untere Etage an. Ich wollte immer. Das Ganze hier ein bisschen ergonomischer gestaltet. Das heißt also, dass ich das so gestalten wollte, dass, haben wir jetzt richtig Tag hier? Morgen, Nachmittag, so jetzt haben wir richtig Tag. Also ich wollte das immer so gestalten, dass wir hier ein bisschen etwas ergonomischer rankommen können, tun, machen. Also ihr wisst schon, was ich meine. Und der ganze Klinik vielleicht mal ein bisschen frischeren Look verpassen, ne? Die Zimmer hier selber kann man ja theoretischerweise so ein bisschen lassen oder so ähnlich. Müssen wir mal gucken. Was ich aus der Etage hier natürlich zauber, weiß ich gar nicht. Eigentlich könnte ich hier den hinteren Fake-Bereich komplett wegmachen, weil das Ding triggert mich ohne Ende. Ganz oben ist dann das so. Die Frage ist, brauchen wir denn den hinteren Bereich so? Ist das... Hier, die Dinger sehen sowieso komisch aus, wenn man da mal so guckt. Ja, ihr seht da hier, das geht bis dahin und das ist eigentlich gar nicht so rounded hier und solche Geschichten. Muss da zwei Etagen haben? Ich weiß nicht. Soll das vielleicht wegmachen? Wir können ja auch mal in die Dings reingucken. Es soll ja vielleicht ganz geile Sachen geben. Wir können ja uns mal so inspirieren lassen. Was haben wir denn hier? Krankenhaus, Vampirblase, sowieso, hast du nicht gesehen? Objektname? Packs an die Arbeit. Packs können wir anlassen. Muss erst mal gucken, alle anzeigen.
Vielleicht muss ich hier Hospital angeben. Hospital. Aha, Hospital, Hospital, Hospital. Ganz viel mit Hospital. Hospital mit Herzchen. Hospital so. Was haben wir denn da? Hier ist ein Hospital. Schauen wir uns das mal an. Das ist eher so ein Tierhospital. Da hätte man auch drauf kommen können, was hier unten steht. Best Friend Blas sowieso. Willow Creek Hospital. Schauen wir mal, wie sieht es denn hier mit der Raumaufteilung aus? Ist jetzt nicht so der Burner. Paw Animal. Willow Creek Hospital 2.0. Hat jemand zumindest geschrieben, dass es super ist. Gucken wir mal weiter. Ja, ich weiß nicht. Das überzeugt jetzt nicht so sehr. Was haben wir denn noch hier drin? Mental Hospital, ja. Newcrest Hospital. So sieht ein Newcrest Hospital aus. Can you go into Labor hier? Keine Ahnung, ob ich hier ins Labor kann. Hier so Glaselement wäre vielleicht irgendwo ganz lustig. Das ist eine nette Idee. Was haben wir denn sonst noch? Willow Creek Hospital. Die haben im Prinzip immer die Grundform mehr oder weniger beibehalten. Seht ihr das? Die haben auch immer die Grundform beibehalten. Kann man machen, muss man nicht machen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir daraus zaubern. Jetzt wird es natürlich ganz lustig. Oh Gott, ey. Was können wir denn daraus machen? Wir können ja mal gucken. Wir können die Grundform ja auch beibehalten. Ich bin aber bei überlegen, ob wir so ehrlich sind und diese Fake-Dings hier wegmachen. Oder lassen wir die Fake-Dings da? Die sollten uns ja nicht stören. Ich wollte den inneren Bereich ändern. Dieser Essensbereich, dieser Wartebereich für die Ärzte ist ziemlich groß. Müssen wir mal so sehen. Was haben wir denn sonst noch für Möglichkeiten? Da, die sind diese beiden Räume, die sind wichtig, die würde ich sogar so lassen. Es geht mir wirklich primärerweise um diesen Raum hier. Dieser Raum, das ist der da, der mich halt so hart getriggert hat, dass ich immer dachte, wow Leute, ich muss das irgendwann mal ändern, das geht so gar nicht. Da müssen wir mal gucken. Wir haben hier ein Laufband, wir haben ein Röntgenteil und so ein Teil und ein Computer damit. Wir können das ja in drei Räumen machen, dass wir es dreimal haben. Diese gleiche Ausstattung, nur in jeweils den Raum mit drin. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Weiß es nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Dann würde ich aber die Tür, die da ist, dahin machen, hier zu haben. Und die beiden sind von der Seite zugänglich und der ist ja als Durchgangsraum dann halt als Möglichkeit. Oh Gott, das wird richtig geil. Ich merke das jetzt schon. So, pass auf. Das heißt, wir werden das Teil hier hinziehen. Die Tür, die da ist, die machen wir dorthin. Wow. So viel dazu. Die Tür, die ein bisschen triggert, machen wir dorthin, dass diese Dings da hingehen kann. Oh, yes. Dann habe ich gesagt, möchte ich so ein Teil da haben und ein Teil kommt davon dahin. Dann kommt hier das Teil dorthin. Hier haben wir dann nochmal so ein Teil für eine Anzeigetafel. Kommt ja immer ganz gut. Dann können wir auch eine hier hin machen. Ist ja schon mal ganz schick. So, dann heißt das, ein Laufband brauche ich auf alle Fälle noch hier drinne und ein Laufband kommt natürlich auch hier rein. Damit das Laufband natürlich da reinpasst, müssen wir das hier hin positionieren. Oh yes. Dann brauchen wir, was ist denn das jetzt gewesen? Ha, der Computer nur. Danke. Dann wollen wir das Ganze auch nochmal hier hin kopieren, dass das hier so ist. Das ist das Teil, das muss so sein, da ist der Freiraum und da ist der Freiraum da dran. Wir haben das Laufband drin, wir haben links hier drin, das hier drin und das hier drin. Wir haben also alle drei Teile drin. Den Raum können wir wirklich 1:1 kopieren auf den anderen Raum. Das heißt, wir werden mal den hier hinpacken. So, Numero Uno. Dann den hier nochmal rüber kopieren, den hier. Ja, Entschuldigung. Nichts zum Klonen? Willst du mich verhempeln oder was ist hier? Ne, der verarscht mich doch jetzt gerade. Das Ding nimmt er. Okay. Was? Die Dinger nimmt er nicht?
Elektronik. Gucken wir mal, ob er hier irgendwo hat. Ich fühle mich gerade so ein bisschen. Da ist das Teil. Das ist der Röntgenapparat. Wie nennt sich denn das Ding? Na, was ist denn, wenn ich hier rauf gehe und das Ding mal in der anfasse? So. Schaltet da nicht um. Was ist denn, wenn ich das Ding hier reinpacke? Ach, das hat kein Inventar. Heißt das irgendwie Analyse oder so? Analysiergerät. Foto, Dings. Chemisches Analysegerät im Wissen. Aha. Also finden tut das. Tut. Ja, ich weiß. Direkt dann nochmal zwei Laufbänder. Ein WC öffentlich. Warum habe ich eigentlich hier nochmal zwei Laufbänder? Das ist doch Schwachsinn. Die armen Ärzte sollen hier nicht rumlaufen. So. Hier die... Da muss ich nochmal gucken, was ich da mache. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier sauber kopiert kriegen. Das heißt, das Ding drehen wir mal. Dann kommt das Ding einfach mal daneben. Das lassen wir mal so. Dann gucke ich mal, ob ich das Ding kopiert kriege. Ach, das kriege ich nur einzeln. Das ist ja auch blöd. So, dann heißt das, da müssen wir noch kopieren. Was müssen wir noch kopieren? Hier den Computer. Dann müssen wir kopieren hier eine Aktenkiste. Und dann müssten wir kopieren noch so einen Stuhl, damit die natürlich sich auch da... Damit die sich natürlich da hinsetzen können. Ja? So, das kommt dahin, das ist dahin, dahin. Da kommen die sauber durch. So, dann haben wir hier die Analyse. Die kommt hier hin. Das ist ein Ditte, ein Mülleimer. Dann kommt hier das Röntgengerät. Gott, na sehen wir, dass es hier knapp und eng wird alles. Keine Ahnung, ob das passt. Er zieht ganz schön. Oh, das zieht. Das dürfte gehen. Oh, keine Ahnung, ob das klappt. Das könnte knapp werden. Das werden wir mal Beta testen müssen. Auf jeden Fall. So, dann haben wir hier so Schränke drinne. Da müssen wir natürlich eigentlich theoretischerweise in den anderen Dingern auch Schränke reinbringen, wa? Das heißt, wir müssen es einmal dahin machen, das Ding. Das Ding kommt hier rüber. So, dann müssen wir theoretischerweise da noch einen Schrank reinbringen. Das heißt, wir kopieren uns das Ding mal. So, dann nehmen noch mal einen. Natürlich hat er sie mir nicht gedreht, wa? Ich sehe schon, ja. Wenn ich das hier nicht alles... Ja, wir schon. So... Bin noch am überlegen, ob wir da noch andere Farben anbringen. Hoppala. So, okay. Das passt. Müsste ich theoretischerweise auch hier sowas nochmal einbringen. Also hier, da. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Also einmal dahin, einmal dahin. Das Ganze nochmal kopieren. Dann kommen wir einmal dahin. Ich sehe gerade, dass ich tierisch überziehe, Leute. Ich überziehe. Wisst ihr, was es bedeutet? Wir machen morgen weiter. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und ciao, ciao. Und bye.